Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Supermarkt Simulator. Ich freue mich sehr. Wir springen zurück in unser kleines Geschäft, was mittlerweile gar nicht mehr so klein ist, sondern schon relativ groß. Das ist der Supermarkt, das ist Jorge. Jorge räumt ein. Das ist Alfons, Alfons kassiert ab. So, das ist die Ordnung, die wir gerade im Supermarkt haben. Und ich überlege, ob ich das System ein bisschen umstelle. Denn Jorge muss ja immer hier rauskommen und muss dann bis hier hinten laufen. Und dadurch, dass er ja die ganze Zeit diesen Weg macht, spart das natürlich eine Menge Zeit, wenn ich die Regale hierhin baue. Versteht ihr, was ich meine? Und der Laden ist gerade zu und ich überlege, ob wir ein bisschen umbauen sollen zu Beginn dieser Folge. Ich glaube, das würde Sinn ergeben, die Kassen da hinten hinzumachen und hier die Regale. Deswegen mache ich mich einfach mal an die Arbeit. Es muss ja irgendwann mal passieren. So, wir machen mal, wir tragen die mal. Wo kann ich die dann mal eben parken? So. Und jetzt baue ich das alles einfach schnell mal um. Mal gucken, wie es wird. Die Tür ist ja offen. Die wird nie zu sein. Gucken, was wir für ein System finden jetzt. So, da ist Jorge. Und, das ist aber, nee, das gefällt mir gar nicht. Das ist ja voll schief. So. Der erste. So, ja, so ist okay. Okay, sieht scheiße aus mit der Tür, aber die wird nie zugehen. Deswegen ist das okay. So, und dann schauen wir natürlich, ob wir heute den Bruder von Jorgen einstellen können als zweiten Auffüller. Das müssen wir dann mal gucken, ob das klappt. So, der Kühlschrank kommt auch kurz weg. Und wir räumen hier weiter ein. Dann nehmen wir die Wand hier. Ich glaube, dass das die richtige Entscheidung ist, das alles noch einmal umzustellen. Jetzt sind die natürlich alle so. Kommt er da rein? Jetzt sind die Wege natürlich dann doch wieder ein bisschen weiter, aber es wäre auch Quatsch, die Wand nicht in Gänze zu nutzen. Jetzt, wie machen wir das? So, am smartesten wäre es natürlich, wenn ich jetzt quasi so. Aber stehen da dann die Kunden im Weg eigentlich? Kommt man da durch? Sieht ein bisschen kacke aus, ne? Vielleicht. Ne, wir machen es leicht anders. Pass auf. Wie käme denn jetzt das? Ah ne, das ist ja der. Das nehmen wir. Ich muss gucken, wie ich die Kassen dann am besten mache. Naja, jetzt stehst du da am Weg. Aber wir müssen schon mal schauen, wie ich hier den Übergang mache. Irgendwann komme ich ja in die Situation, dass ich hier so eine Kackkante habe. Aber viel besser kriegt man das nicht hin. Leider. Ist schon okay so. So, dann ziehe ich das dann mal ran. Und dann machen wir gleich da den Übergang an der Tür noch ein bisschen anders. So, dann kann man hier durchgehen und dann ziehen wir das ein Stück noch nach hinten, dass das ungefähr. Ja. Ja. Dann kann man nämlich auch hier durch. Und dann könnte man das ab hier so Rücken an Rücken machen, ne? So halt. Steht ihr? Was ist das? Oh, Käse? Ist das von mir? Nee. Okay, so könnte man das auf Dauer machen. Da kriegt man den ganzen Laden hier richtig voll.
Die Kassen kommen dann hier ans Fenster. Das ist noch nicht final hier. Da muss ich mir noch was überlegen. Das machen wir jetzt aber erstmal so. Das können wir dann aber noch mal ändern. Das muss ja nicht so bleiben. So. Da kommt ja eh noch viel dazu. Wir haben Ausbaureserven ohne Ende. Okay. Herr Jorge, deutlich kürzere Wege. Und die Kassen. Ah, da ist dieser Karton noch. Wieso ist denn da so ein Cheese-Karton? So, lass mich kurz schauen. Die Kundschaft stellt sich ja da an. Könnte man das hier so ans Fenster machen? Vielleicht eins. Und warte mal ganz kurz. Die stellen sich an. Jorge braucht eigentlich überhaupt gar keinen Platz. Würde das dann, wäre das nicht super, wenn wir das so machen? Passt das? Weil Jorge ist ja eh, der verlässt seinen Arbeitsplatz ja nicht. Dann würden die sich so in den Raum rein einstellen können. Ist okay, oder? Für den Moment. Was meint ihr? Käse. Warum liegt hier Käse? Der Käse wohnt hier. Rein da. Ich glaube, das geht. Müsste funktionieren. Die stehen ja dann... Nee, das muss weiter weg. Das geht nicht. Die stehen da ja... Die brauchen ein bisschen mehr Platz. Weil die stehen ja hier und bezahlen. Und dann müssen die wieder raus. So, ich glaube, so ist okay. Kassen weiter weg von der Wand. Ah ja, stimmt, wegen der Tüten, ne? Du hast recht. Ja, ein bisschen mehr Platz brauchen die. Das ist kein schlechter Einwand. Weil die stehen, hier müssen ja immer die Tüten gepackt werden. Das ist ein guter Hinweis. Wir verlieren aber jetzt dann doch wieder Platz. Ja, so könnte man es machen. Jetzt stehen die schon sehr im Raum drin. Naja, aber hier haben wir dann auch noch Platz für Regale. Das passt schon. Da ist jetzt eine Menge Raum. Okay, dann lass uns kurz gucken. Warum ist hier nichts belegt? Dass wir noch irgendwas kaufen, vielleicht. So, hier diese Knusperdinger. Die Pakete damit, da können wir noch zwei von den Knusperdingern kaufen. Und ansonsten sieht doch eigentlich alles okay aus soweit. Spülmittel 18. Ja. Cola ist okay. Was haben wir da oben noch? Ah ja, okay, da haben wir auch noch ein bisschen Reserven. Das ist... Oh, wie viel Klopapier haben wir? Passt schon noch. Da ist schon noch Klopapier. Okay, dann machen wir eine Bestellung. Jetzt noch zwei Kartons von diesen Dingern, von diesen leckeren Freunden. Und... Haribo 16. Komm, ja, bestellen wir noch mal kurz. Das waren diese neuen Schokosachen. Wo waren sie da? Zwei in den Warenkorb. Ah, nee, warte, das war... Die Kuchen können wir richtig vollballern. Können die Kassen Rücken an Rücken stehen? Hm, weiß ich nicht. Wir gucken uns jetzt einmal so an, das Design, und dann schauen wir mal. Brauchen wir noch. Diese Milch da, die geht immer klar. Da können wir auch mehr von in die Regale stellen noch. Warte mal kurz. Die Milch da. Da passen recht wenige rein. Da müssen wir eigentlich eine zweite... Wir machen das anders. Ich baue um. Ich weiß gar nicht, was hier los ist, ehrlich gesagt. Aber wir machen das jetzt anders. Ich nehme jetzt diese Milch. Die räume ich da in das freie Regal. Ich weiß gar nicht mehr, warum da jetzt leer ist. Ob ich da irgendwas falsch gemacht habe? Wo ist diese Milch? Ich hab, da unten. Ja. Da ist doch noch super viel Platz. Hier. Was hab ich mir denn sonst dabei gedacht? Jetzt machen wir die hier weg. Und
So. Okay, dann kann das in den Müll. Bob. Und... Oh nein! Warte, da sind ja noch zwei. Oh, das war ein großer Fehler. Das wollte ich nicht. Da wollte ich jetzt die Erdnussbutter reinstellen. Nein! Oh nein! Ich glaube, aber ich bestelle jetzt ja noch was. Kann ich das noch wieder fixen? Wo waren die da unten, ne? Naja, wo warst du jetzt? Schwer vergessen. Hier unten. Ja, wir bestellen noch was. Wir machen das jetzt anders. Ich bestelle... Was brauche ich noch? Irgendwas hier. Zwei von denen. Waschlappen, hier wäre es die Reiniger und irgendwas noch, wo ist noch Platz? Seife, zwei Seife noch, egal, die passen noch mit rein. Was wir haben, haben wir. So, wo ist die Seife? Die ist da, zweimal Handseife. Sind wir schon bei 8. Und dann bestellen wir irgendwas anderes nochmal wegen hier, was weiß ich, zweimal Öl, ist auch egal, ich werde die Bestellung voll kriegen, so kaufen. Jetzt nehme ich die, ja, was ist das Öl, das war hier. Genau, diese Milch hier, da packe ich jetzt, das war nämlich gar nicht mein Plan. Jetzt erstmal da rein, dann so. Okay. Jetzt muss ich das da schnell wegmachen, damit Jorge nicht auf dumme Gedanken kommt. Und jetzt nehme ich die Erdnussbutter. Ah, diese neue Reihenfolge, ne? Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Ich hatte die ja jahrelang anders. Und habe es dann umgestellt. Und jetzt da oben ist die Erdnussbutter. Jetzt machen wir nämlich da auch zwei Reihen von. Ich hoffe mal, ich habe nicht irgendwas vergessen, weil ich weiß gar nicht, warum ich hier dieses Regal nicht ordentlich bestückt hatte. Und jetzt können wir auch das Salz eigentlich rausnehmen. Dass alles möglichst zwei kriegt. Ey, hör auf! Ah ja, nee, das ist richtig. So. Ah, das passt nicht zu der Größe. Das ist mega nervig. Passt nicht zu der Größe. Mega dumm. Das auch nicht. Okay, kriege ich nicht raus mit dem Karton. Es gibt nämlich sonst gar keinen Grund, dass wir das nicht ausnutzen. Vielleicht Basmati-Reis. Ja, die Preise, genau. Die Preise, die Preise. So, Reis hatten wir. Reis, wo bist du? Reis, ist das da oben Reis? Ja. Reis machen wir dann hier rein. Nehmen wir uns den Reis hier raus. Packen den Reis da rein. Sehr gut. Und machen dann dieses Reispreisschild ab. Dann nehmen wir Mehl, warte mal. Das packen wir da rein. Das ziehen wir da raus. So, jetzt räumen wir das alles ein bisschen um. Preise weg, genau. Mehl kommt zurück in die Mehlabteilung. Und jetzt brauchen wir noch Salz. Und dann können wir das nämlich auch auf zwei da. Okay. Das sieht gut aus. Jetzt haben wir ein bisschen verbessert. Jetzt haben wir noch Tee und dieses Süßzeug, was leider ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil die keine, als einzige keine zwei Regale haben. Jetzt könnte ich noch zusehen, dass ich das untere wieder wegmache. Habe ich da überhaupt den richtigen Karton noch für? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie Karton das war. Ah ja, der. Hm. Na, das wird so nicht funktionieren. Machen wir das Preisschild weg. Dann mache ich da jetzt das Süßzeug rein. Wo bist du? Süßzeug, wo hatte ich dich hingestellt? Ich kenne meine eigene Ordnung nicht mehr. Da war das Öl, da war das Mehl. Das muss ich erstmal wieder lernen. Was ich mir dabei gedacht habe. Das haben wir letzte Folge nämlich alles geändert. Und ich kann mir nicht merken, wo ich es hingepackt habe. Wo ist das Süßzeug?
Hallo? Okay, warte mal. Ich bin gerade blind. Oder hat das gar kein Regal? Uli. Ja, hier unten. Da. Das Süßzeug. Genau. Jetzt kommt hier Süßzeug rein. Und dann würde ich natürlich gerne das, aber das kriege ich nicht mehr raus, weil ich kein... Da, doch! Ah, perfekt, der Karton passt. Das ist ja nice. So, dann Süßzeug. Aha. Mist. So, da holen wir uns auch mal Süßzeug. Ah, jetzt kriegen wir es hin. Geil, das ist ein Spiel im Spiel. So, da kommt das hin. Jetzt nehmen wir das oben raus. Hammer. Okay, jetzt haben wir es. Bam. Und jetzt noch eine Tüte Tee. Wehe, der macht das jetzt wieder kaputt. Da? Nein, das ist Wasser. Das ist Tee. So. Und dann da Tee rein. Ja, geil. Jetzt haben wir es. Das war der Plan. So. Sieht viel besser aus. Jetzt hat alles zwei. Die Arbeit hat sich sowas von gelohnt. Und jetzt schleppen wir alles wieder rein. Das macht Jorge nämlich nicht. Jorge schleppt nur vom Lager in den Laden. Das Zeug war... Ich kann es mir einfach... Ich ist down. Alles muss neu programmiert werden in meinem Hirn. Das war nicht die beste Idee. Nein, nein, warum? Warum mache ich das? Da unten. Muss ich aufpassen, dass Jorge nicht verwirrt wird. So, zipp. Das kommt da rein. Und das sind diese Milchdinger da. Die kommen wieder da rein. Alles klar. Dann räumen wir die zusätzlichen Pakete, also die neuen Pakete noch ein. Und dann ist alles gut. Das kann in den Müll jetzt. Haben wir gut gemacht. Das sind die Cornflakes. Die waren da. Das sind die Reiniger. Da. Und das kommt da oben hin. So. Öl ist da. Und die Seife müsste da unten sein. Guck mal, die Erinnerungen kehren zurück. Okay. Jetzt haben wir, glaube ich, alles. Jetzt können wir den Laden aufmachen. Die Pappe kommt noch weg. Mal gucken, ob die Kunden verwirrt sind, weil jetzt alles anders aufgebaut ist. Okay. Wir open den Laden. Ich mache mal direkt Licht an, damit wir das nachher nicht machen müssen. Das vergesse ich nämlich immer. So, alles sieht gut aus, soweit. Finde ich. Oh, die Seife. Ah ja, okay, aber da habe ich 12 Seifenstücke pro Regal. Das ist nicht so schlimm. Die Seife ist das einzige, was keine zwei Fächer hat. Die arme Seife. Und, oh ne, warte, hier. Ah, weil ich das falsch aufgestellt hatte. Guck mal. Das ist ja blöd. Das muss ich nachher nochmal ändern. Das tausche ich mit dem Regal hier aus. Aber das machen wir erst abends. Das Regal muss mit dem getauscht werden. Auch wegen des Klopapiers und so. Guten Morgen. Oh, Frank Zander. Guten Morgen. Schöner Pullover. Selbstgemacht. Guten Morgen, Franziska. Gibt's wieder ordentlich Reis, ha? Ah. Oh, die Preise. Ah, die Preise. Oh Gott. Warte, welche Preise habe ich vergessen? Habe ich irgendwas... Warte. Hatte ich irgendwelche Preise vergessen? Wie ich noch so großmütig gesagt habe. Ja, vergesse ich nicht. Natürlich vergesse ich das. Seife? Nur Seife? Sonst haben wir alles? Ja, ne? Es gibt eine Mod, wo das Bestellen automatisiert wird. Na, das ist natürlich clever. 2,60. Na. Oh! So. Meint ihr, das funktioniert? Ich mach mal die zweite Kasse auf. Meint ihr, das funktioniert,
wenn man sieht, jemand hat was in seinen Beutel gesteckt und dann macht man den Preis auf 1000 Euro, dass man dadurch einfach Geld generieren kann. Sie können auch hier rüberkommen, zweite Kasse ist offen, ne? Das müsste ich eigentlich mal ausprobieren. Ich guck, was die da reinpacken. Wenn wir sagen, die packt sich da fünfmal Seife rein, erhöhe ich den Preis auf 1000 Euro. Geht nicht. Ah, Frische sagt, es geht nicht. Ja, hallo Silvia. Wow, Großeinkauf, ha? Das ganze Wochenende nehme ich an. Einmal mit Karte 6620. Dankeschön. Hä? Schmorge, bist du es? So. Na, Schmorge, einmal mit Karte, das macht 63,20. Danke. Julia, hallo. Cola und Kaffee, was? Koffein hält uns am Leben, ne? Alles klar. Schönes Kleid, by the way. Oh, Herr Schmidtmeier. Und die Cornflakes, wieder keine Zeit, richtig Frühstück zu machen, ne? Und einmal 10 Cent zurück. Okay, Rock, was geht ab? Schön siehst du aus. Ach, erster Tag heute, ne? Ja, viel Glück, viel Erfolg. Da muss man sich natürlich schön anziehen. Erster Tag heute bei McDonald's. Da will man natürlich einen guten Eindruck machen. So, Jorge ist fleißig da hinten. Oder macht der gar nichts mehr gerade? Ich glaube, Jorge ist verwirrt. Shit. Oh Gott, Jorge arbeitet nicht. Jorge ist wie... Oh nein. Jorge arbeitet nicht mehr. Ich muss warte. Ja, oh. Wir müssen gleich mal speichern und neu laden. Jorge macht nichts mehr. Jorge ist... Warte. Speichern. Ah! Alle Kunden... Ah! Alle Kunden sind weg. Alle Kunden sind weg. Jorge, du hast die Kunden vergrault. Komm zurück! Komm zurück! Wir haben geöffnet! Komm rein, Lydia! Jens, komm rein, wir haben geöffnet! Die Gerüchte über die Schließung meines Ladens waren massiv übertrieben. Jorge, du bist schuld. Das zieh ich dir vom Lohn ab, Jorge. Lydia! Wir sind geöffnet! Franz, komm rein! Oh, Mike. Big Mike. Komm rein. Rein mit dir, los. Die Süßigkeitenabteilung ist geradeaus. Ja, kleiner Scherz. Nur weil Jorge abgestürzt war. Unglaublich. Das heißt, wir haben richtig viel Geld verloren wegen Jorge. Mist. Sabrina, ich mag, wie deine Pumps zum Kleid passen. Sehr schön. Schade, dass du und Dieter nicht so gut zusammenpassen. Ich höre, da gibt es häufiger Streit bei euch. Die Nachbarn erzählen ja so viel, wenn die hier sind. Die meinen, da knallen die Wände ständig bei euch. So. Rainer, was geht ab? Kasse, meine Kasse ist auch offen. Mareike, was geht? So, Reis und Mehl. 24,60. Dankeschön. Tommy, ich bin auch offen hier hinten, ne? Ja, Tommy mag mich nicht, der geht immer zu Alfons. Na, vielleicht mag er auch... Oh, das Licht ist aus. Das Licht ist aus. So. Meine Kasse ist dann auch offen. Jörg, du könntest auch rüberkommen. Tja. Keine Chance. Keiner kommt zu mir. Ich muss mal neue Lampen kaufen. Es ist zu düster. Hallo, meine Kasse ist offen. Leute. Keine Chance. Da kommt... Ah, wusste ich doch, Herr Schatzschneider. Sie sind ein Mann mit Gespür für Effizienz. 59,40, tschüss. Herr Sackreuter, guten Tag. Einmal bitte und 47 zurück. Bitteschön. So. Ich möchte mich nochmal für den Vorfall von vorhin entschuldigen. Jorge ist schuld.
So, das macht dann 98,40. Okay. Oh, Entschuldigung, das war der falsche Schein. Der trügt der Schein. Und einmal 1,60 zurück, ne? Tschüss. Oh, Frau Oberhauser. Na? Sind die Enkel zu Besuch wegen der Schokolade? Ja, das passt. 70,20, danke. Professor Schmiedberger, Sie können auch zu mir kommen. Nee. Keine Chance. Was? Der Basmati-Reis ist alle. Jorge? Der Basmati-Reis ist alle. 57, danke. Jorge, der Basmati-Reis, einmal bitte. Das macht 43,60. Danke. Und einmal 6,40 zurück. Dankeschön. Oh, hoho, Frau Garzen. Einmal mit Karte, das macht 51 genau. Danke. Da kommt Jorge, aber wieder nicht mit dem Basmati-Reis. Ich glaube, der Basmati-Reis ist alle. Ja, Basmati-Reis, Basmati-Reis. Ich glaube, das war die letzte Kundin. Also sie ist die letzte Kundin. Machen wir mal zu. So, sie sind die letzte heute wieder. Ja, Basmati-Reis. Jetzt wollen sie alle. Klar, wenn es keinen Basmati-Reis gibt, wollen alle Basmati-Reis. Und wenn ich jetzt 8 Pakete Basmati-Reis kaufe, will wieder niemand mehr Basmati-Reis. Es ist doch immer das Gleiche. Gut. Wir können den Tag beenden. Wir haben ein bisschen Geld gemacht. Aber nicht genug. Wir müssen mal die Rechnung zahlen. Was haben wir hier für Rechnung? Oh mein Gott. Dann müssen wir gucken, welche Preise haben sich verändert. Bleichmittel ist teurer geworden. Und die Milch ist teurer geworden. Bleichmittel und Milch. Bleichmittel und Milch. Gut, das bauen wir jetzt hier gleich um. Diese Milch ist... Oh, wow. Dann machen wir mal 12,80. Oh, okay. Nee, das machen wir nicht. 12,80, so. Alles klar. Und das gute alte Bleichmittel ist auch teurer. Oh, kostet jetzt 4. Machen wir mal 4,80 draus. Alles klar. So, jetzt räumen wir um. Und zwar... Das Regal kommt dann hier hin. Und das kommt hier hin. Oh, so. Ja. Viel besser. Und du kommst mal mit dann hier hin. So. Okay. So passt's. Da fehlen jetzt einige Sachen. Zum einen der Basmati-Reis. Den müssen wir nachbestellen. Wie sieht das aus mit Bleichmittel? Basmati-Reis und Bleichmittel. Oh ja. Und, oh, Mehl auch. Basmati-Reis, Bleichmittel und Mehl. Ja. Obwohl, da ist doch noch Bleichmittel. Warte, wie viel ist denn da noch drin? 8 und 0. Naja, stellen wir trotzdem nach. Gut. Basmati-Reis müsste jetzt ja ganz leer sein. Oder er hat einfach nicht nachgefüllt. Ich bestelle einfach mal. Wie viel passen da rein? Schon mal 4. Dann bestellen wir Bleichmittel. Nochmal 2. Und Mehl. Blaumehl, oder? Was war das? Blaumehl? War auch alle. Glaube ich. Blaumehl war alle. Und da haben wir noch ein bisschen was von. Von diesem O-Saft. Stellen wir noch 2 O-Saft. Da. So, ab die Post. Dann, ah, ich wollte noch, ah, Mist, ich wollte eine Lampe bestellen. So, O-Saft. Und nochmal O-Saft. Und
Das ist das Mehl, das kommt dahin. Na, die auch mehr Packung bestellen können. So, Bleichmittel. Und nochmal Bleichmittel, da ist die Frage. Ich höre gar nicht mehr rein. Mist. Aber ich kann ja beim Auffüllen helfen. Oh. Mist. Ah, jetzt habe ich original noch ein oder zwei Dinger. Ach, das ist doch voll die Verschwendung von Platz. Kann ich einer Bleichmittel mal kaufen? Ich wünschte, man könnte die zusammenführen jetzt. Guck mal da. Ah, jetzt muss ich wegen eines Bleichmittels. Es ist, was es ist. Die Cola da oben ist auch bald alle. Na, ein bisschen was haben wir noch. Gut, dann Basmati-Reis. Basmati-Reis. Da oben, oder? Genau. Ich kann auch helfen beim Auffüllen. Dann muss Jorge das jetzt nicht alles alleine machen. So. Da kommt der Reis rein. Siehst du? Jorge freut sich über Unterstützung. Ich glaube, er hat hier. Ja, er hat das nächste Reispaket. Dann werde ich das hier wieder einladen. Da oben. Reis. Oh, was fehlt da denn noch? Oh, die Creme hier. Die Erdnusscreme, Butter. Dringend. Und Kaffee. Erdnusscreme, Butter. Cornflakes, Rotnudeln. Oh Mann. Wir brauchen so viel. Also erstmal machen wir zwei Rotnudeln. Dann brauchen wir zweimal Kaffee. Können wir eigentlich auch einmal Tee. Und dann wollten wir, was habe ich gerade gesagt? Was habe ich noch gesagt? Warte, irgendwas wollte ich da noch kaufen. Erdnussbutter, danke. Ja, danke. Ich bin aber auch schon wieder heute Morgen. War ein langer Tag. So, dann machen wir vier und jetzt kaufen wir noch eine Lampe. So. Dankeschön. Okay. Die Lampe machen wir dann da oben hin. Ah, nee. Ja, kann man so machen. Gut, und den anderen Kladderadatsch räumen wir ein. Können wir direkt ja, den Kaffee, der kommt dahin. Die Rotnudeln kommen da oben zu den Rotnudeln. Dann haben wir hier die Erdnussbutter. Die ist fast ausgegangen. Da müssen wir aufpassen. Und noch ein paar Rotnudeln. Die kommen ja da oben hin. So, und ein bisschen Kaffee noch. Der ist einfach immer wichtig. Ich will nicht so ein Laden sein, bei dem der Kaffee aus ist. Es gibt einige Produkte, wenn man die nicht bekommt, damit kann ich leben. Aber Kaffee ist das eine Produkt, wenn jemand in den Supermarkt geht und er muss Kaffee kaufen und Kaffee ist alle, das ist das Schlimmste. Weil man kann auf vieles verzichten, aber nicht auf Kaffee. Wie sieht das hier aus mit der Butter, die Erdnussbutter, ist gut aufgefüllt. Warum ist dieses Olivenöl nicht? Mache ich mal, helfe ich mal ein bisschen. Ah, ist nur eins. Nur eins. Dann, ich hatte doch die Seife und Bleichmittel hatte ich gemacht, genau. Ja, da haben wir noch 19 von. Ja, da haben wir auch nicht mehr so viel von. Dem Mehl. Und da oben die Cornflakes sind auch schon wieder fast alle. Eieieiei. Und auch diese Weißnudeln sind auch nicht mehr so reichlich bestückt. Oh, das Rotmehl. Ach du grüne Neue. Rotmehl müssen wir auch nachbestellen. Ja, okay. Rotmehl, Weißnudeln und Cornflakes. Bestellen wir nochmal nach. Let's go. Mehl. Mmh.
Zack. Cornflakes. Oh, krieg ich 4 da rein, ich hoffe. Und dann nehmen wir noch 2 Olivenöl. Bam. Wir haben es ja, ne? So, wir sind Level 22. Das heißt, eigentlich... Yes! Auffüller Number 2. Jorge 2. Jorge 2 wird eingestellt. Badababab. Jorge 2. Hammer. Jorge 2. Jetzt können wir auch den zweiten Kassierer eigentlich einstellen. Was kostet der Spaß? Tageslohn 80 Öcken. 80 Öcken am Tag. Was sollen wir sonst machen? Also, wenn wir gar nicht mehr abkassieren, wir können ja auch wieder feuern. Bam, das ist einfach geil. Jetzt haben wir Jorge und, ja, meinetwegen kann auch Torge heißen. Jorge und Torge und Alfons und B-Flons. Alfons und B-Flons haben wir jetzt unser Team verstärkt. Da muss ich dieses Zettelchen neben der Kasse, dass wir Verstärkung für unser Team suchen, mal abzippeln. Weil jetzt sind wir nämlich vollständig. Freue mich, dass hier nur eins. Es wäre so schön, wenn Torge und Jorge auch helfen würden, das von der Straße. Das ist halt das eine Ding, was sie nicht machen. Das nervt. Finde ich. Das ist voll. Na gut. Dann auf die Ersatzbank. So, dann die Weißnudeln. Da. Oh, sind die doch schon voll jetzt? Oh ja. Weißnudeln kommen auch auf die Ersatzbank. Weißmehl, bupp. Und nochmal eine Runde Weißmehl. So sieht doch gut aus, oder? Ich kann ja ansonsten auch, wenn ich merke, da ist ein Engpass, tagsüber noch bestellen. Weil ich habe jetzt ja alles automatisiert. Wir haben 576 Öcken. Jetzt machen wir mal einen richtig fetten Tag. Hier wird noch einsortiert. Das sieht alles gut aus. Überall ist was drin. Dann öffnen wir jetzt den Laden. Und jetzt fühle ich mich richtig nutzlos. Jetzt habe ich hier Alfons und Belons. Jetzt muss ich auch noch was machen im Spiel. Danny. Ja, Danny. Aber was, ne? Das ist halt die große Frage. Was ist überhaupt noch zu tun? Ich bin der Lichtmanager. So ist es. So, hallo. Ich habe neue Leute eingestellt. Hey, da bist du ja endlich. Margarine, wie geht's? Komm rein. Und darf ich dir Belons vorstellen, den Bruder von Alfons, und Torge, der Bruder von Jorge. Die sind jetzt neu dabei. Herzlich willkommen. Belons ist fleißiger als Alfons, weiß ich nicht. So, rein spaziert. Kommen Sie rein. Der Supermarkt ist immer offen. Jeden Tag. Oh, hallo, Herr Bartsamen. Sie sind Weltmeister im Parallelbücken, habe ich gerade gesehen. Sie trainieren den ganzen Tag für die Parallelbücken-Weltmeisterschaften, an denen Sie ja nächste Woche teilnehmen, in Saarbrücken, in der Hansen-Halle. Und ich bin großer Fan, wollte ich Ihnen sagen. Ich habe all Ihre Auftritte auf VHS immer früher mir als Kind angeguckt und versucht, Ihre elegante Bücktechnik zu kopieren. Da mache ich keinen Hehl draus. Aber so geschmeidig, wie Sie es schaffen, in die Hocke zu gehen, also das habe ich nie hinbekommen. Und jetzt schön, Sie bei mir im Laden zu haben. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg nächste Woche dann. Und wenn Sie noch einen Trainingspartner brauchen, ich habe natürlich nicht Ihre Qualität, ne? Das weiß ich. Aber wenn Sie jemanden noch brauchen, also sagen Sie gerne Bescheid, weil ich habe derzeit eh nichts zu tun, weil ich habe jetzt ja den Belons und Alfons und dann den Torge und den Jorge. Das heißt, ich muss gar nichts mehr machen, ne? Oh, was kaufen Sie denn heute? Joghurt? Ah, nee, das ist ja die Herr Sabrina. Naja, jedenfalls wünsche ich Ihnen wirklich ganz viel Erfolg, viel Kraft, und ich weiß ja, dass Sie mit den Knien auch teilweise zu kämpfen haben. Also wenn Sie einen Wunsch haben, kann ich mein Sortiment auch um Kniecreme erweitern. Wenn Sie eine gute Kniecreme brauchen im Sortiment, sagen Sie ruhig Bescheid, ne? Bestelle ich für Sie, nehme ich mit auf.
Ja, was gibt's noch bei Ihnen? Ach, Nudeln. Ja, die sind lecker. Na gut, dann will ich nicht länger stören, aber ja, auf, bis bald. Auf Wiedersehen. Okay, Alfons macht. Alfons, du musst auch sagen, dass du offen bist. Die gehen alle zu deinem Bruder. Wenn du nicht sagst, dass die Kasse offen ist, kommt kein Schwein. Stellen Sie sich bitte auch bei Alfons ein, ja? An, meine ich. Stellen Sie sich nicht so an, stellen Sie sich an. Ja, hier kauft man nicht nur Waren, man kriegt auch einen kostenlosen Scherz noch mit dazu obendrauf, ne? So, dann stellen Sie sich mal bitte jetzt hier. Danke, sehr gut, Frau Brackwurst. Naja, oh, hi. Sie waren beim Tätowierer, ne? Sie hatten mich ja noch gefragt, wir waren schon beim Du, ne? Genau, du hattest mich ja gefragt, was ich davon halte, wenn du dir den Steiß da tätowieren lässt. Und ich hatte dir ja gesagt, mach das auf keinen Fall. Aber wie ich sehe, hast du es trotzdem gemacht. Das ist aber auch gar kein Problem. Du bist natürlich trotzdem herzlich willkommen. Was ist das, ein Tribal? Ein Tribal? Ja, und was gibt's bei dir heute? Ah, na gut. Huch. Oh Gott. Hey, Alfons, siehst du das? Ah! Das ist, wir leben in einer Simulation, das ist eine Matrix. Die Welt ist nicht real. Die Welt ist nicht real. Der Supermarkt ist nicht mal real. Nicht mal Penny. Leute, seht ihr das denn nicht? Das ist ein Glitch in der Matrix. Wir leben in einer Simulation. Alles, was wir machen, ist egal. Keine unserer Handlungen hat irgendeinen Wert. Konsequenzen sind nicht da. Macht, was ihr wollt. Gesetze. Egal. Werte und Normen. Egal. Alles ist egal. Wir leben in einer Simulation. Oder seid ihr einfach Drillinge? Entschuldigen Sie, bevor ich hysterisch werde. Seid ihr Drillinge? Und, könnte man vielleicht einen Tisch zu viert reservieren im, ich habe hier bei Giovannis eine, ich will mich nicht rühmen oder so, aber Giovanni und ich kennen uns seit über 20 Jahren, wir sind zusammen zur Schule gegangen und, naja, ich habe ihm damals schon gesagt, wage den Schritt ruhig mit dem Restaurant und dann hat, oh. Naja, jedenfalls habe ich gedacht, wenn wir zu viert einmal, ihr wohnt gar nicht zusammen. Naja, Giovanni, jedenfalls ein Anruf nur und er macht uns den besten Tisch direkt am Fenster klar. Und ich dachte doch, ich, naja, also meine Schwägerin, also ich bin nicht verheiratet, aber die Schwägerin meines Vaters, die ist Drillingsforscherin. Und ich hatte ihr gesagt, falls ich mal Drillinge treffe, dann würde ich so ein paar Fragen, ich würde dann so einen Zettel mitbringen, so eine Art Umfrage, wo man dann, wo sie dann so, oder da, wir waren beim Du schon, ne? Naja, jedenfalls könnte ich dann zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn du verstehst. Und ich würde dann, na gut, ich muss zurück. Ach. Oh. Der Laden brummt. Ich muss einmal gucken. Ach, Jorge und Torge machen einen guten Job. Wir können, wisst ihr, was wir machen können? Wir können gleich neue Waren. Neue Waren ins Sortiment aufnehmen. Wir haben die Kohle. Das Geld ist da. Das Geld ist da, wir machen das. Hurra, hurra, das Geld ist da. Aber ich darf den Kühlschrank nicht zubauen, den Lichtschalter nicht zubauen. Das ist sehr ärgerlich. Ja, kommen Sie rein, kommen Sie rein. So, Alfons, ein Kunde. Belons, vier Kunden. Ja, der eine ist noch motiviert, der andere ist schon so ein bisschen niedergeschlagen, demotiviert. So, während das hier läuft, kann ich ja einfach schon mal gucken am Rechner. Erstmal sind noch Rechnungen offen. Nö, alles bezahlt. So, also, wir könnten uns tatsächlich vergrößern für lächerliche 2600 Mark. Wir könnten aber auch Lizenzen erwerben. Zum Beispiel diese hier. Das scheint mir alles bis auf Puderzucker. Was? Eier? Viererpack Bio-Eier. Hm.
Was haben wir noch? Honeybees. Was ist das denn? Pommes. Gemischte. Oh, das ist Tiefkühlware. Mm. Ich glaube, da ist auch Tiefkühlware bei, oder? Hähnchen, Pommes, gemischte Pizza. Ja. 1100 kostet das. Könnten wir uns leisten. Wir könnten natürlich, ja, das Lager vergrößern ist immer eine gute Idee, aber noch passt das. Sehr teuer. Das Lager müssen wir noch nicht vergrößern. Es ist ja alles okay. Es ist ja sehr effizient. Wir passt genug rein. Wenn ich jetzt neue Waren habe, dann würde ich die natürlich hier. Das ist noch genug Platz. So, wir sind noch geöffnet. Ich glaube, ich muss mal. Ja, ich schließe mal. Käse, Joghurt, Eier. So, tschüss. Bis morgen. Danke für den Einkauf. So, wir schließen den Tag ab. Und haben richtig Öcken gemacht. Obwohl, naja, wir müssen auch so viel Lohn zahlen mittlerweile, ne? Toilettenpapier. Toilettenpapier. Ja, das kann man ja fast noch. 15. Die Schokolade, glaube ich, ne? Ach du Scheiße, die ist ja komplett. Dann eins der Müslis, war es noch? Das ist. Was ist das andere Müsli? Warte mal. Da. Ja, machen wir mal. 5,90. Und irgendwas, was noch Joghurt oder so, ne? Mal 10. So, jetzt lass mich überlegen. Tiefkühlabteilung. Wir haben genug Geld. Wir können jetzt ohne Probleme eine neue Lizenz. Auf welche habt ihr denn Bock? Auf welche Lizenz habt ihr Bock? Wir könnten. Die ist mir jetzt erstmal zu teuer. Das ist natürlich jetzt am einfachsten, das ist am günstigsten und. Das wäre Mozzarella, Parmesan, wäre auch Kühlschrank vermutlich, Honig, Thunfisch, Eier wäre Kühlschrank, Puderzucker nicht. Also würde ich einen neuen Kühlschrank machen. Kraffi sagt Tiefkühl, also wäre das hier, ne? Ja, machen wir das. Bam. Und dann müssen wir jetzt aber noch kaufen gehen. Erstmal natürlich die neuen Sachen. Buddha, Müsli, Hähnchen, Pommes, Pizza, Kartoffelsack. Dann brauchen wir einen Gefrierschrank. Und ich nehme an, auch ein neues Regal. Und dann gehen wir nochmal und kaufen. Da sind am wenigsten drin. Dann kaufen wir noch einen Kartoffelsack und ein Hähnchen. Kaufen. So. Geil. Wow. So, das ist das Regal. Da müssen wir gleich mal gucken, was die finale Endposition des Regals ist. Das ist der Tiefkühlschrank. Den kann man ja vielleicht vors Fenster ballern. Wo ist denn? Welche Richtung geht es denn auf? So, glaube ich. Weil ein Regal vors Fenster ist scheiße, Kühlschrank vors Fenster ist scheiße. Aber so ein Tiefkühlschrank, das passt doch gut. Da stört da keinen, finde ich. Dann hätte man hier noch für einen Regalplatz und dafür einen Kühlschrank einen kleinen. Oder hier noch ein Regal. Warte. Testen wir aus, wie das. Also wenn wir hier. Ja, da das Regal.
Hier könnte ich eh nicht wegen des Kühlschranks, sondern könnte ich hier noch ein Regal machen. Irgendwann mal. Das ist der Kartoffelsack. Oh, was? Okay, da passen original nur zwei Kartoffeln rein. Das ist Hähnchen. Oh, da passt. Warte mal, ich habe ja noch mehr, was gekühlt werden muss. Hier die Pommes. Oh, ich hoffe mal, das bleibt bei zwei. Kriege ich die Hähnchen da noch oben drauf? Oh, was? Das ist ja Mist. Nur vier Hähnchen. Oh. Mist. Das finde ich ein bisschen wenig. Bin ich enttäuscht. So, Honeybees. Honeybees kommen dahin. Was ist mit den Spaghettis? Wieso habe ich überhaupt so viele Spaghettis hier? Weil der Typ die da einfach reingelegt hat. Jorge oder Torge, irgendwer hat die dort reingelegt, obwohl das einfach nur die Reservebank war. Ja, warum machen die das? So, zack. Okay, dann haben wir noch. Oh nein, die Pizza muss da auch rein, oder nicht? Oh Gott, ich brauche zwei davon. Mist, was kostet die? Oh Gott, ich hoffe, ich kann mir überhaupt noch eine leisten. Ich muss einen Kredit aufnehmen. $400. Das ist ja Mist. $750 Rückzahlung. Ne, im Lager muss man die nicht kühlen, lustigerweise. Das geht schon. Okay, wisst ihr was? Ich könnte auch warten, bis ich bis die ersten Gelder eintrudeln. Ich brauche ja nur 6 Mark. Ich muss mir keinen Kredit aufnehmen. Ich warte einfach, bis die ersten. Guck mal, der erste Kunde. Und dann kann ich mir das direkt kaufen. Kartoffeln. Da muss ich gucken, was ist das? Ach ja, Kühlschrank. Ja, okay, ich brauche ja auch einen Kühlschrank, ne? Ja, okay, ich nehme mir doch einen Kredit auf. Pizza. Ich brauche noch einen weiteren Kühlschrank hier. Ja, dann räume ich ein bisschen um. Okay, also, dann Kredit. Aber wir müssen keine Zinsen zahlen hier. Wir haben ja die Kohle. Erstmal muss ich gucken, was kosten, bevor ich mich jetzt entscheide. 375 und 400. Dann hätten wir 775, das passt. Das reicht, dann nehmen wir so einen kleinen Kredit, möglichst kurze Laufzeit auf. Gehen mal in den Markt, bestellen einen Gefrierschrank und einen, dann nehme ich direkt einen großen Kühlschrank. So. Okay. Nein, ich habe nicht bestellt. Warum? So. Kaufen. So. Dann kommen da die Oh, wow. Sehr gut. Dann noch eine zweite Gefriertruhe. Da müssen wir mal gucken, wo ich die am besten kriege ich die. Wo ist der? So rum.
Ist die Frage. Doch, das geht, oder? Das sieht auch ganz nett aus, eigentlich. Finde ich. Dann machen wir die Pizza da rein. Ja. Ich überlege. Ich glaube, ich krieg die Pommes da nicht mehr raus, leider. Sonst hätte ich natürlich gerne. Ja, wir machen das anders. Ich packe hier. Da ist das, 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 das. Was ist das hier noch gleich? Ah, die Kartoffel. Und das sind die Hähnchen. Ja, das muss natürlich alles am Ende noch mal ein bisschen anders sein. Aber ich glaube, ich packe da noch die Hähnchen rein. Weil ich habe hier nur 4 Hähnchen und 16 Pizzen und 12 Pommes. Jetzt, natürlich, nächstes Mal werde ich jetzt einmal umschiften, ist ja klar. Aber für den Moment ist es okay. So. Hatte ich nicht noch irgendwas anderes? Eins, zwei, drei. Mit der Pizza 4. 5 mit der Butter. Ich habe da noch irgendein anderes Produkt. Neu. Ich hatte noch 6 Produkte, oder nicht? Warte mal. Was habe ich vergessen? Ah. Warte. Das Müsli. Jetzt haben wir 3 Müslis. Da unten. Jetzt haben wir 3 Müslis. Das muss eigentlich bei den anderen Müslis einsortiert werden. Das ist natürlich jetzt totaler Quatsch. So, es ist keine gute Ordnung. Ich müsste hier ein Müsli-Regal machen. Da werde ich irgendwann nochmal eine neue, bessere Ordnung finden müssen. So. Gut, dann haben wir eigentlich alles vorbereitet. Neue Produkte. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Geld. Das kann ich jetzt auch direkt ausgeben. Und sagen, wir bestellen von allem noch. Ah, wobei, ja, ne, Butter nicht unbedingt. Aber Müsli, Hähnchen, Kartoffel, Pizza, Pommes. Können wir eigentlich nochmal bestellen? Machen wir unser Geld nochmal leer. 367 Öcken haben wir. Dann nehmen wir nochmal einen Kartoffelsack. Hähnchen. Müsli, Pommes. So, damit wir da auch ein bisschen mehr haben. Das kommt dann direkt ins Regal. Wir tauschen das aus. Machen das anders. Ey, das habe ich doch gar nicht gesagt. Was soll das denn? Hilfe. Hilfe. So, die Cola, das ist ja jetzt hier alles noch Zwischenlager. Das bauen wir einmal um und machen. Das ist ein reines Hähnchenregal. Und das ist das Pizzaregal und das ist das. Okay, so. Die dicken Kartons brauchen natürlich immer ein bisschen mehr Platz. Da kriege ich so wenig von rein. Also 2 Hähnchenboxen ist eigentlich total wenig. Kartoffel sieht ähnlich aus. Ey, was ist denn das für ein Glitchy McGlitchenstein? So, seht ihr jetzt nämlich, die Kartoffeln sind schon. Kriege ich keinen mehr rein. So. Und die Pizza da. Die Kelloggs machen wir mal da oben. Nächstes Mal werden wir das Lager vergrößern. Ist doch klar. So. Das ist die Butter, die haben wir auch noch nicht gelagert. Die Butter lagern wir dann da ein. Okay. Ah, und die Pommes. Pommes können wir neben die Pizza lagern, finde ich. So. Okay, cool. Cool. So, da ist die po sind die Pommes. Jetzt habe ich von allem auch genug. Jetzt. Wieso haben die nichts zu tun? Da haben wir noch eine Menge Potenzial. Da können wir eigentlich die Butter noch direkt damit reinsetzen. Denn wir haben ja wahrlich kein Platzproblem.
Aber dann haben wir das auch fertig. Wo ist die Butter? Da, komm her. Die Butter. So. Dann haben wir da 48 Butterklumpen. Sehr gut. Bam! So, jetzt ist alles wunderbar. Der Laden sieht gut aus, aufgeräumt. Alle Waren sind da. Und heute haben wir eine kurze Folge leider nur gemacht, weil ich jetzt noch mit Tobi Escher eine Special-Folge Bundesliga aufzeichne. Nächstes Mal wird es wieder eine längere Folge geben. Dann öffnen wir den Laden, machen wieder richtig Fettkohle und werden weitere Lizenzen erwerben, werden unser Lager vergrößern und werden natürlich auch die Preise anpassen. Dann müsst ihr mir beim nächsten Mal natürlich, vielleicht mache ich das schnell noch, ich kenne mich ehrlich gesagt, ich weiß genau, was läuft, ich vergesse es dann am Ende. Die Kartoffeln machen wir 5,40 und das machen wir mal schnell auf 5,30. Dann noch ganz schnell die Hähnchen, genau, machen wir 9,40 €. Die Pommes gehen hoch auf 6,20 € und die Pizza müssen wir noch auf 5,20 €. So, jetzt war es das aber, dann können wir guten Gewissens zu einem Ende kommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich schon. Ich habe richtig Bock, den Laden zu öffnen. Wir haben hier richtig gute Ordnung gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.